Und damit ein herzlich willkommen zurück zu Uncharted und wir gucken uns das Filmchen jetzt an, was hier so noch läuft. Los geht's. Gut. Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Das ist das! Was ist da denn los? Wächter. Ich glaube, wir sollen ja laufen, wir haben nämlich keine Waffe, stimmt. So, auf geht's. Oh. Uiuiui, eine wilde Fahrt mit einer Brücke. Warum auch nicht? Glück gehabt. Okay. Aua. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Okay, auf geht's. Komm schon. Beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Na, K ist immer gut. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja. Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt... Er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt. Aber gut, retten wir eben die Welt.
Ja, wie immer, ne? Der will sich nicht in Deckung. Und Option. Ah, Kreis, okay. Der hat keine. Ich hab keine Chance gegen den Typen. Der geht aber die Scheiße auf die beiden, ne? Der geht drauf. Ich habe keine Chance, er geht direkt drauf auf mich. Fang! Immer weiter!
Flotte! Alter! Langsam regen mich diese Viecher auf, du kriegst sie nicht besiegt, das ist das Problem. Warum willst du nicht immer auf mich? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die Viecher zu besiegen? Okay, wir müssen tatsächlich einen von denen besiegen. Das ist nicht wahr, ich kam nicht mal mehr raus. Der setzt 3 Treffer, ich bin tot. Müssen die irgendwie wieder... Boah, Alter! Hau ab von mir! Nein! Das ist nicht wahr! Hau ab von mir! Carry on the dick, so.
Mann, hau ab von mir! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Oh, Gott sei Dank. Den habe ich zumindest erledigt. Alter Verwalter, was war das für Typen? Scheinbar steht hier oben der richtige Weg zu sein, oder? Ein bisschen orientieren. Das ist doch richtig. Nein! Oh Gott, da haben sie scheiß Eingeborenen mal weg, ey. Gehabt. Und dann. Da hinten? Hey, das ist Harz. Eindeutig Baumharz. Das fängt leicht Feuer. Vorsicht. Ups. Wieder. Das kann nützlich sein.
ja gar nicht gruselig. Hier scheint man nicht weiterzukommen, zumindest nicht. So, aber hier kannst du den Möglichkeit geben. Okay, das war nicht der Fall. Was zur Hölle? Verdammt, was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer, so wie dieses Harz. Na klasse. Wie wär's nächstes Mal mit einer Warnung? Ein Schätzchen. Ein jammerntager Kopf aus Lehm. So, ich vermute, dass wir echt das Ding hier rübergeben müssen zu den Mädels. So, meine Vermutung. Zeug fängt schnell Feuer, so wie dieses Harz. Na klasse. Wie wär's nächstes Mal mit einer Warnung? Also ich vermute schon, dass wir die holen müssen.
Das ist doch richtig. So mag ich das. Auf geht's. So. Hey, das kenne ich doch. Natürlich. Hier muss irgendwo der Cintermani-Stein sein. Das sieht wunderschön aus. Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein. Ja, ganz schön ruhig. Jetzt fühlt er sich gespenstisch an. Man weiß, wofür es gut ist. Weiß, wofür es gut ist hier. So, aber ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Folgenbreak. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kundigen wir das Ganze hier so ein bisschen. Und ja, schauen wir mal, ne? Bis zur nächsten Folge, auf jeden Fall, Uncharted.